Da geht es jetzt um LexD. LexD ist eine Alternative zu Docker. Allerdings unterscheidet sie sich stark von Docker. Man kann es eher als Container-Server für zum Beispiel für KVM-Ersatz oder VMware-Ersatz, wenn man VMware durch Container setzen will. LexD ist, ich mache da ein bisschen Werbung dafür, weil LexD ist für mich ein Projekt, wo ich nicht schaffe und wo ich viel Gaudi damit habe. Wie man da lesen kann, LexD ist ein Container-Hypervisor, bedeutet, er emuliert, er macht über Namespaces, bietet er dir Möglichkeiten, um den gleichen Linux-Kernel mit verschiedensten Betriebssystemen zu verwenden. LexD ist im Gegensatz zu LXC ein Daemon, der bietet REST-Schnittstellen an und mit diesen REST-Schnittstellen kann man diesen konfigurieren. Beziehungsweise über LXC, das ist der Client, kann man den bedienen. Die wichtigsten Features von LexD sind, er ist sehr sicher konzipiert, also der SD Graber hat sich da viel Gedanken drum gemacht in Bezug auf Sicherheit. Er ist skalierbar, ob 10 oder 1000 Container, das ist dem wurscht. Er ist selbsterklärend in der API und im Client, das werde ich euch nachher zeigen. Er ist image-basierend, bedeutet ein Image, 100 Container, kein Problem. Live-Migration, das ist eine der wichtigsten Features, finde ich. Zwischen verschiedenen LexD-Hosts ist überhaupt kein Problem. So wie man es bei VMware VSphere zum Beispiel kennt. Jeder Admin kennt das. Und man kann LexD in LexD verwenden. Wenn man zum Beispiel einen Jenkins-Server in einem LexD laufen hat, kann man in dem Jenkins-Server nochmal neue Dinge starten. So. Unterschiede zu Docker. Wer kennt Docker nicht? Niemand, okay. In LexD läuft ein ganzes Betriebssystem. In Docker läuft nur eine einzelne Anwendung im Normalfall, außer man verwendet einen Init-Daemon, um mehrere Applikationen laufen zu lassen. Unprivilegierte Container sind Standard im LexD. Ich weiß nicht, ob das im Docker auch so ist, ich glaube nicht. Und LexD ist im Gegensatz zu Docker keine All-in-One-Lösung. In Docker macht der Docker-Daemon IP-Tables, der macht verschiedene ACLs und so weiter und so fort. Das macht LexD alles nicht. LexD ist ein reiner Hypervisor und nichts anderes. Ein richtiges Unix-Tool. Ja, weitere Features, Sicherheit haben wir angesprochen. Es geht über AES, TLS-Verbindungen, die werden über AES-Keys gemacht. Standardmäßig kein Socket, also nur über Socket erreichbar und unprivilegierte Container. Was sind eigentlich unprivilegierte Container? Das sind Container, wo im Container Root ist, aber außerhalb vom Container ist, im Kernel ist der Benutzer kein Root. Das sind unprivilegierte Container. Verschiedene Dateisysteme werden unterstützt, ZFS, BetterFS, LVM und alle anderen über AirSync. Ich zeige euch nachher, denn, was BetterFS oder ZFS eigentlich bringt in dem Fall. Speed ohne Ende. Snapshots, also über BetterFS oder ZFS oder eigentlich über alle Dateisysteme kann man Snapshots machen. Natürlich mit AirSync sind es nicht wirklich Snapshots, sondern Kopien. Live-Migration, kann ich vorher schon mal erwähnt, wie im vCenter, man nimmt einen live laufenden Container mit der MariaDB zum Beispiel und kopiert ihn auf einen anderen Host im Live-Betrieb. Ohne, mit RAM, mit allem drum und dran. Der kopiert sich einfach um. Viele Distris, angefangen von Debian bis zu Oracle, Linux ist alles dabei, kann man alles installieren. Kann man CentOS installieren und hat ein volles Linux drauf. Mit allem drum und dran, SSH und so weiter und so fort. Mehrere Netzwerkkarten pro Container. Ja, man kann halt mehrere Interfaces generieren. Und zwar vollwertige Interfaces, nicht irgendwelche NAT-Interfaces oder so, sondern wirklich vollwertige Interfaces, so wie man es von einem normalen VMware kennt zum Beispiel.
Mounts. Ich kann ein Device vom, oder eine Directory vom Host auf den Container mounten. Ich habe Devices, andere Devices, wie zum Beispiel DevKVM, um KVM im LXD laufen zu lassen. Ich habe eine Konsole über WebSocket, da gibt es eine ganz nette GUI, die kann dir ein LXD über Web administrieren lassen. Ganz nett für Teammitglieder und so weiter und so fort. Und das letzte, OpenStack und Yuyu-Integration. Yuyu ist so ein Canonical-Produkt, ich bin recht ein Ubuntu-Fan. Und OpenStack kennt jeder, glaube ich. Kann man damit auch betreiben. Also ja, ist ein Nova-Treiber dafür da. Ein bisschen hacken, da möchte ich euch kurz einmal, ich hoffe, ihr seht das jetzt, ich habe nämlich keinen doppelten Monitor, leider nicht. Probieren wir es mal anders. Da sieht man die ganzen Befehle, die LXD kann. Ich gehe jetzt nicht auf alle, aber an davon ist LXC Launch. Also LXC ist der LXD Client, der heißt leider auch LXC wie das LXC Projekt. Und mit LXC Launch X, das ist für Xenia und der neue Name, wie nenne ich den LDF? Nein, nenne ich nicht. Test. Jetzt habe ich leider eine miese Verbindung auch noch dazu. Bitte gern. Ja, jetzt kriege ich keine DHCP-Adresse. Jetzt sage ich es euch lokal. Mit LXC List kriege ich die ganzen Container, die ich habe. Lokal habe ich keinen einzigen Container momentan. Mit LXC Remote List kriege ich meine Remote Container, das sind meine ganzen Spielserver. Und einer davon ist Images Linux Containers Org, das ist nicht meiner, sondern das ist ein offizieller Server. Da kann ich jetzt ein Image aber kopieren. Ich hoffe, ich kriege jetzt auf die schnelle Basibox aber. LXC Image Copy Images Basibox nach Local mit Copy Aliases. Ja, das geht nicht. Wobei, jetzt müsste die andere Konsole wieder gehen. So. Gott nicht. Ja, somit kann ich, könnte jetzt ein Image aber kopieren, kann ich das Image starten und dann kann ich in dem Container Shell aufmachen und habe eine vollwertige Root-Shell, obwohl ich gar kein Root-User bin. Und kann dann dort in ein normales Linux ausführen, so wie man es kennt. Am Nachmittag hoffentlich, oder jetzt noch, dann geht hoffentlich LAN und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert, nochmal im Salt-Stack-Ding. Danke. Tut mir leid, dass wir da jetzt unterbrechen müssen, weil sonst kommen wir mit der Zeit wirklich. Ja. Ich muss noch jetzt LAN also.